Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich den Wir für Sie Adventskalender für euch. Der steht hier neben mir und ist jetzt auf meinem Arm. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, der liebe Stefan von der Parfümerie Rute hat mir diese Schätzelein zukommen lassen. Der kostet normalerweise 65,95 und mit meinem Code CLAUDISWELT5 könnt ihr dort ab 50 Euro auf das komplette Sortiment 5 Euro sparen, wenn ihr möchtet. Und zeitgleich mit meinem Video geht auch das von der wundervollen Nicole vom Kanal Chiquitas Place online. Schaut gerne für eine zweite Meinung bei ihr vorbei. Und dieses Jahr kommt das Ganze hier in einem Mintgrün. Es sieht richtig schön aus. Also das erinnert mich sehr an einen verschneiten Wintertag und das sieht einfach total ansprechend aus. Ich mag auch diese weißen und goldenen Applikationen. Gefällt mir richtig gut. Wir sollen hier sogar Produkte im Warenwert von 250 Euro drin haben. Nicht lang schnacken. Ich würde sagen, wir gucken mal rein. Selbstverständlich ist auch ein Link zu dem Adventskalender unten in der Infobox. Schaut gerne mal rein. Ach so, und weil es eine Kooperation ist, möchte ich auch gerne in diesem Video einen selbst zusammengestellten Adventskalender verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, Mensch, steht in der Infobox. Schau gerne mal rein. Und wir starten am 1. Dezember, vielleicht mit Shiseido, man weiß es nicht. Tatsächlich starten wir mit Shiseido, Leute. Geht schon mal richtig gut los. Das ist die Vital Perfection Concentrated Supreme Cream Renewed. Neura Red Technology, wow, 15 Milliliter. Ich finde, das ist eine richtig gute Größe von einer Gesichtscreme, vor allem auch in dem Preissegment. Ne? Das fängt wirklich toll an und ich mag Shiseido auch sehr, sehr gerne von der Pflege. Und ja, es ist schon mal ein guter Start. Ne? Am 2. Dezember darf es mit Biotherm weitergehen. Also wir haben hier auch sehr bekannte Marken drin. Da gehe ich auch sehr, sehr stark von aus. Das ist das Eau Pure, ein Duschgel. Gel-Dusch Vivifiant. Ein Duschgel mit Limonenessenz, grünem Tee, Kiwi. Sehr interessant, Leute. 50 Milliliter sind hier drin. Ich bin eigentlich ja gar kein Fan von diesen Limetten oder zitrischen Düften. Aber Kiwi finde ich schon wieder interessant. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Da steht Valentino drauf, Leute. Ich glaube, hier haben wir eine kleine Miniatur drin, oder? Das kann doch auf jeden Fall gut hinkommen. Das ist das. Born in Roma Eau de Parfum Valentino Donna. 6 Milliliter haben wir hier drin. Das ist auch sehr wahrscheinlich einfach eine Miniatur und nicht zum Sprühen, was ich persönlich für mich ganz persönlich sehr schade finde. Ich mag halt gerne, wenn wir sowas zum Sprühen mit dabei haben. Für euch ist es aber sehr gut, weil das wird dann definitiv in eine Verlosung wandern. Das sieht so hübsch aus, ne? Und ich mache auch Jahresende hin, sage ich mal, ich denke so im November, ne, eine Verlosung von ein paar Parfümminiaturen-Adventskalender, wo halt ganz, ganz viele von diesen kleinen Schätzchen drin sein werden. Also solltest auch du Teil der Crew werden wollen, nicht nur wegen der Verlosung, sondern hauptsächlich hoffentlich wegen meinem Content, abonnier doch super gerne meinen Kanal. Ich würde mich mega drüber freuen, dich in meiner kleinen, bunten Welt begrüßen zu dürfen. Hier haben wir die Nummer 4. Ja, bei manchen Büchschen, ne, da steht auch der Markenname drauf. Hier steht Lacoum vorne drauf. Zum Wiederverwenden ist es immer ein bisschen schwierig bei diesem Adventskalender, weil du hast hier hinten halt sowas draufstehen und in dem Kalender selber und so. Das ist schade, ne, weil das Design ist so wunderschön. Das ist nicht sehr gut ausgefüllt, also vom Platz her, aber vom Inhalt her definitiv. Das ist die Hypnose-Mascara und da sind 2 Milliliter drin, die Noir Hypnotic. Ich blende euch gerne das Bürstchen dazu mal ein. Das müsste halt so ein relativ voluminöses sein. Und manchmal ist bei dieser Hypnose-Mascara das so ein bisschen gebogen. Manchmal ist es einfach nur puffig. Ne? Ist, wie gesagt, eingeblendet. Finde ich sehr nice, dass wir hier auch ein ganz kleines bisschen dekorative Kosmetik drin haben. Meiner Meinung nach hätten die das ein bisschen anders verteilen können, dass man halt quasi Pflege, Parfüm, Pflege, dekorative Kosmetik so halt drin hat, weil hauptsächlich hast du hier halt Pflege drin. Auf dem 5. Dezember, ein Tag von Nikolaus, steht nichts drauf. Da bin ich mal gespannt, was sie sich hier überlegt haben. Das ist von Elizabeth Arden Hyaluronic Acid Ceramide Capsules. Das finde ich sehr, sehr nice. 3,2 Milliliter sind hier insgesamt drin enthalten. Und das müssten so 7 Kapseln sein oder so. Ne? Hier sieht man die auch an der Seite. 7 Stück sind drin enthalten. Und das finde ich schön. Also ich meine, dass jeder Hauttyp auch sehr gut Hyaluronsäure und Ceramide verträgt. Dementsprechend kommt das, glaube ich, echt gut. Auch wenn du hier mehr Verpackung als Produkt hast. Egal, das Produkt ist entscheidend und das sind mindestens 7 Anwendungen drin. Eigentlich sind die Sachen oder dieses Produkt, was hier drin ist, sehr
ich würde sagen, silikonig, ne, sodass du das locker auf zwei Anwendungen aufteilen kannst. Oder du sagst halt, Mensch, ich mache auch noch Hals und Dekolleté mit, was per se total super wäre, ne? Dann reicht halt eine Kapsel für eine Anwendung. Ich habe hier Nikolaus den 6. Dezember und hier ist so ein Teil von dem Rentier drauf. Richtig cool. Das darf gerne was Besonderes sein. Und mir fällt zum 6. Dezember auf, wir haben immer noch keine Zwischenebene drin. Huch, da sind zwei Sachen drin. Das Design ist wunderschön, aber wir haben halt keine Zwischenebenen, sodass ich halt immer wieder am Puzzeln bin. Ne? Das ist ein bisschen Tetris. Ich weiß nicht, ob das so muss. Also ich habe zwei drin. Ich werde nochmal auch das Video von Nicole mir anschauen, ob sie das auch hat. Das sind dann nämlich 2x30 Milliliter von der parfümierten Body Lotion von dem Sunset von Jill Sander. Und das ist natürlich nice, ne? Weil dadurch ist das Büchschen dann ein bisschen mehr ausgefüllt. Das riecht auch sehr, sehr angenehm. Am 7. Dezember haben wir was von Art Deco drin, sehr wahrscheinlich ein Nagellack, was in diesem Adventskalender auch ganz gut aufgehoben wäre. Klassisch, das ist das Rot in 10 Millilitern, die 670, Lady in Red, ich glaube, das haben wir jedes Jahr mit drin, kann das wohl sein. Also es sind ein paar alte Bekannte schon tatsächlich auf meinem Tisch, aber auch ein paar Sachen, wo ich sage, nö, das war letztes Jahr so noch nicht drin enthalten. Ne? Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht und ich habe gerade gesehen, auf der 24 steht Versace drauf und das ist schwer. Wir können alle davon ausgehen, dass hier kein komplettes Parfüm da drin sein wird, aber irgendwas Cooles. Hier habe ich auf jeden Fall von Filorga die NCF Night Mask. Die kenne ich noch gar nicht. Supreme Multi Correction Night Mask. Aha, 15 Milliliter. Das ist eine Marke, die relativ solide ist. Also ich hatte auch schon mal diese Meso Mask verwendet, ne? Und auch so ein paar andere Sachen von denen, die wir auch immer mal wieder in Boxen und so drin hatten. Das hat mich nicht von den Socken gehauen. Also ich würde mir das jetzt nicht zum vollen Preis nachkaufen. Aber es ist ein schönes Produkt, glaube ich. Und wenn du es nicht als Nachtmaske verwenden möchtest, dann kannst du es auch ganz einfach als Nachtcreme verwenden. Ist halt ein bisschen reichhaltiger. In der Nummer 9 dürfen wir uns auch über irgendwas Schwereres freuen. Da wird auch wieder Pflege drin sein, denke ich mal. Oh, eine große... Oh, das ist direkt mit einem Duft hier rausgekommen. Issey Miyake oder Issey Miyake, keine Ahnung. Le Sel d'Issey, ein Duschgel mit 50 Millilitern. Ja, mit diesem Adventskalender werden wir wahrscheinlich viele Düfte auch eher so in Duschgel und hier Bodylotion erleben dürfen. Das hat man öfters. Das ist ein schöner Duft. Sehr frisch gewaschen, aber ich würde tatsächlich auch zu diesem Duft sagen, dass er Unisex ist. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass es ein Duschgel ist, das mein Papa verwendet. So, ne? Das riecht halt so. Frisch geduscht werden wir mal sehen, wie es in der Nummer 10 weitergehen wird. Da steht Sensei drauf. Auch das ist eine sehr, sehr hochpreisige Marke. Hier haben wir den Lichtschutzfaktor 30 drin. Ich liebe es, wenn Firmen in einen Adventskalender Lichtschutzfaktor reinpacken, weil das quasi auch die Menschen daran erinnert, die den Adventskalender auspacken. Hey, Lichtschutzfaktor im Winter ist auch ein Muss. Ne? Zum Beispiel auch beim Skifahren sowieso. Aber du hast ja auch im Winter die Sonne. Es ist hell. Und selbst wenn es bewölkt ist. Ja, Lichtschutzfaktor 30 haben wir hier drin. In der Advanced Day Cream mit ja, 8 Millilitern. Das ist jetzt wirklich nicht die Welt, aber Sensei ist halt wirklich eine sehr, sehr teure Marke, sodass man hier einfach durch den Adventskalender in den Genuss kommt, sich das mal ein bisschen intensiver anzugucken auf dem Gesicht, was ich jetzt auch tatsächlich mal ganz schön finde. Sonst haben wir von Sensei auch mal irgendwie so eine Augencreme mit da drin gehabt oder halt auch so Peelings oder sowas. Ne? Und ich lasse mich auch immer wieder von sowas anfixen und muss dann immer wieder aufpassen, dass ich nicht auf die verrückte Idee komme, mir das im Original nachzukaufen. Die erste Schnapszahl, der 11. Dezember. Denn, Achtung, Spoiler, genau das ist ja eigentlich Sinn und Zweck von einem Adventskalender. Ne? Neukundengewinnung, den Menschen neue Marken beilegen, dass man halt irgendwie mal sowas Krasses in den Händen hält und sich denkt, das brauche ich auf jeden Fall im Original, weil das hat mir so gut gefallen, als ich das ausgepackt und verwendet habe. Oh... Ich stand da gestern im Müller vor und hab's gerochen und fand's schön, ne? Das ist von Rabanne Eau de Parfum, das Million Gold Verhör. Wie geil ist das bitte? Das ist voll neu. Ich habe auch von Wir für Sie, die haben ja auch Proben beigelegt. Die haben ja auch eine Probe davon mit beigelegt. Oh, das meine ich nämlich, ne? Die fixen einen echt an damit. Wo steht denn hier die Milliliter-Angabe? Mensch, hallo? Ich zeige euch das gleich mal. Oh, du bist aber klein. Aber du bist fein. Hier sind 5 Milliliter drin. Ja, das ist eine Miniatur. Die kommt auch in den Adventskalender. Ne? Ich würde wetten drauf eingehen, dass die wundervolle Nicole jetzt gerade, wenn ihr dieses Kläppchen öffnet, da tierisch drauf steil geht. Ein super schöner Duft. Ja, sehr gefällig. Ne? Huch,
die Halbzeit, die Nummer 12, haben die ganz schön vollgepackt. Das finde ich aber ehrlich gesagt nett. Das ist von Molton Brown, das Fury Pink Pepper Bath and Shower Gel. Also duschen können wir hier ordentlich. 30 Milliliter. Ja, das wird, ich weiß nicht, vielleicht vom Videotitel auch her so ein sauberer Advent oder saubere Kiste. Man weiß es noch nicht. Irgendwie werde ich das sicherlich irgendwie verwursten. So, die erste Halbzeit steht auf meinem Tisch. Ich bin definitiv gut eingecremt und geduscht. Ich habe sehr schöne Düfte hier schon erleben dürfen und mich auch schon ordentlich eincremen dürfen. Und ich glaube, das ist echt schön jetzt so, ne? Also ich fühle mich sehr, sehr gut aufgehoben und habe hier mit dem Adventskalender schon echt gute Produkte drin. Mal gucken, wie die Nummer 13 die zweite Halbzeit eröffnet. Finde ich auf jeden Fall sehr spannend, was hier gerade passiert auf meinem Tisch. Muss ich wirklich sagen. Ich habe hier noch was zum Eincremen. Fürs Gesicht von Ahava. Time to Hydrate Essential Day Moisturizer for Normal to Dry Skin, hat die Frau. 15 Milliliter sind hier drin und Ahava ist ja auch, glaube ich, so eine relativ natürliche Marke, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe. Und ja, es ist jetzt schon wieder was zum Cremen hier. Meine Güte. Also, wir sind hier sehr gut eingecremt und sehr, sehr sauber, wenn wir hier rauskommen. Aber gut, ja, ne, das ist eine schöne Sache. Geil, würde ich ja auch wirklich ein Serum mittendrin mal finden, ne? Das wäre auch mal ganz interessant. Mal gucken, ob wir das noch bekommen. Hier habe ich jetzt den 14. Dezember und da seht ihr auch, wie wunderschön dieser Tannenbaum aussieht. Also das Design, das ist halt wirklich voll nach meinem Geschmack. Hier dürfen wir uns den Körper eincremen. Mit Laura Biagiotti. Laura bei Laura Biagiotti. Okay, 50 Milliliter sind hier drin. Ja, wie schon gesagt, ne, wir haben hier vor allem auch ganz, ganz viele Möglichkeiten, die Düfte, die es so gibt, halt auch als Bodylotion und Duschgel auszuprobieren. Das riecht sehr frisch und aquatisch. Auch das könnte, auch wenn das Laura Biagiotti Tüdelü ist, ne, könnte auch meinem Freund gefallen. Am 15. Dezember gibt es was von Marlies Müller Beauty Hair Care. Die Haare haben wir hier noch gar nicht verwurstet, wa? Nee, also wir haben halt, ne, die Boxen sind viel, viel größer als das, was drin ist. Was ich nicht schlimm finde, weil wenn ich das dann weiter befülle, habe ich genug Platz, um es auszuschöpfen. Marlies Müller, ein Micelle Pre-Shampoo und das ist Deep Cleansing, 30 Milliliter. Ich würde dieses Shampoo verwenden, so ungefähr einmal pro Woche oder zweimal, vielleicht an den Tagen, wo man auch eine Haarkur macht, eine Haarmaske, dass man halt wirklich die Kopfhaut enorm nochmal schön reinigen kann, ne? Dafür sind eigentlich solche Shampoos ganz gut geeignet. Der 16. Dezember hat eine Schneeflocke drauf, ist aber unheimlich leicht. Mal gucken. Natürlich von Herzen? Von Charlotte Menzen habe ich hier was drin. So ein kleines Geschenk. Ist ja eigentlich ganz süß, ne? Ach, guck mal, und da hat sie dann eine Creme reingemacht. Okay, ja, es ist wieder eine Age Control Overnight Beauty Maske. Kannst du auch als, wie gesagt, ne, Nachtcreme, upsala, verwenden. Und da sind 8 Milliliter drin. Und ja, süß finde ich definitiv halt diese Verpackung da drumherum. Eine Woche vor Heiligabend habe ich den 17. Dezember La Vie est Belle. Das Leben ist schön. Sicherlich haben wir hier auch von Lancôme etwas aus der La Vie est Belle Reihe drin. Und zwar ein Duschgel. Ja, 50 Milliliter. Ich persönlich mag das La Vie est Belle. Das ist wirklich ein schöner Duft, den ich während der Schwangerschaft nicht ganz so gut riechen konnte. Da habe ich echt Kopfschmerzen von bekommen. Aber jetzt mittlerweile, ich mag ihn einfach. Es ist für mich ein sehr gefälliger Duft. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Der 18. Dezember enthält etwas von Prada. Schuhe sind hier nicht drin, da können wir alle von ausgehen. Aber Prada Paradox, da haben wir eine parfümierte Bodylotion drin enthalten mit 50 Millilitern. Das ist so ein schöner Duft. Oh mein Gott, da hat mich Nicole auch damals tatsächlich mit angefixt. Die hat den auch immer mal wieder in die Kamera gehalten. Und den musste ich dann natürlich irgendwann auch haben. War klar irgendwie, ne? Auf dem 19. Dezember habe ich den Popo vom Rentier drauf. Und hier haben wir drin, Hildegard Braukmann Glam Power Ampullen, 3 Ampullen à 2 Milliliter, frischer, rosiger und erholter Ton sofort mit Hyaluronsäure und innovativen Meeresextrakten. Hey, hey, macht meinen Freunden von Dalton nicht allzu sehr hier die Hölle heiß, um es mal so zu sagen. Kann man aber sich auf jeden Fall mal angucken. Meeresmineralien sind halt super hautverträglich. Das ist jetzt noch zugeklebt, das lasse ich auch zu. Und da haben wir einfach 3 Ampullen drin. Sowas verwende ich gerne anstelle von einem Serum, weil die Inhaltsstoffe in so einer Ampulle immer ein bisschen höher konzentriert sind als in einem Serum zum Beispiel, sodass man das dann quasi so auch so zweimal pro Woche ungefähr anwenden könnte, ne? Dass man da einfach Glück mit hat. Am 20. Dezember, herzlich willkommen im 20er Bereich, hat sich Annemarie Börlend hier rein verirrt und hat uns ein kleines Produktchen mit reingebracht. Sie hat uns das Natokollagen Boost Gesichtsfluid hier reingelegt mit 5 Millilitern. Das ist ja kein Serum, das ist ja eine Creme, ne? Und die wird dann wahrscheinlich auch jetzt nicht so super hoch
preisig sein, weil es nur 5 Milliliter sind. Ich glaube auch wirklich aktuell die kleinste Darreichungsform im ganzen Adventskalender, sogar weniger als Sensei. Das ist ein bisschen wenig, oder? Oder bist du dann doch ein Serum? Nee, Leute, das ist tatsächlich ein Serum. Aha, okay. Gesichtsfluid hätte ich nämlich immer in Gesichtscreme gesehen, als Moisturizer. Nö, das ist ein Serum. Ha! Am 21. Dezember haben wir was von Azzaro drin. Hört sich auf jeden Fall mystisch an. Was bist du denn? Ein Parfum. The Most Wanted Eau de Toilette Intense. 10 Milliliter und das ist ein Sprüher. Da werde ich doch gleich mal direkt mein Näschen dran halten, wa? Das würde mich mal interessieren. Ich meine, dass wir letztes Jahr auch was von Azzaro mit im Adventskalender hatten und dass es eher ein Herrenduft war. Ja, der ist auch eher zitrisch, glaube ich, ne? Ja, nee. Das riecht jetzt nicht nach etwas, was ich für mich so verwenden würde. Ich blende euch ja die Duftkompositionen, die Duftnoten so oder so mit ein. Hier steht es jetzt so nicht drauf. Ist aber für mich eher ein Unisex bis männlicher Duft. Und dann frage ich mich halt, was machst du in diesem Adventskalender? Das ist nicht so, dass ich meinem Mann was abgeben möchte, wenn ich meinen Adventskalender auspacke. Andererseits könnte man natürlich auch sagen, dass es ein Adventskalender für Paare ist oder ein Adventskalender, der vielleicht auch von einem Mann ausgepackt werden könnte, der sich dann darüber stört, dass wir hier das Valentino Born in Roma drin hatten oder so. Man weiß es nicht. Hier habe ich auf jeden Fall die zweite und letzte Schnapszahl, den 22. Dezember. Und hier steht gar nicht drauf, was drin ist. Nö. Miro Turkish Femme, ein Perfumed Bath and Shower Gel. Eigentlich eine relative günstige Marke, ne? 50 Milliliter sind hier drin. Und ja, hätte ich jetzt so tatsächlich nicht in diesem Adventskalender erwartet. Ja. Auch das eher so ein aquatischer Duft. Das ist nicht ganz meine Welt. Zwei bedeutende Chancen hat dieser Adventskalender noch, sich in mein Herz zu düfteln, sage ich jetzt einfach mal. Da starten wir doch erstmal hier mit dem 23. Dezember, einen Tag vor Heiligabend. Der Druck ist erhöht, mein lieber Freund, ne? So, gucken wir mal. Also, hier habe ich auf jeden Fall von M2 Beauté ein Eyebrow Enhancer. Color and Care Blonde. Oh. Oh, 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 oh. Das ist schwierig, Leute. 2 Milliliter sind hier drin enthalten. Ist das etwa farbgebunden? Also, ich bin blond. Für mich wäre das ein Produkt. Aber Nicole ist zum Beispiel nicht blond. Definitiv nicht, ne? Also, wenn das jetzt einfach nur ein Augenbrauen-Serum ist, würde ich das... Nee. Nee. Das ist wirklich blond, Leute. Oh. Das finde ich ja mal schwierig. Okay, liebe 24, Versace, hau mich vom Hocker. Das wäre auf jeden Fall sehr nice. Mal gucken, was wir an Heiligabend machen dürfen. 2 Produkte. 2 Parfums. Nee, das finde ich aber cool. Ne? Also das ist jetzt, glaube ich, auch ein Duft gewesen, den wir letztes Jahr auch mit drin hatten. Das ist das Bright Crystal Eau de Toilette mit 5 Millilitern einmal. Also habe ich auf jeden Fall schon öfters in den Händen gehalten. Das ist einmal diese kleine Miniatur. Aber richtig cool, muss ich sagen. Auch ein sehr, sehr schöner Duft. Also den fand ich auch sehr, sehr ansprechend, als ich mir die Duftnoten so durchgelesen hatte. Und da habe ich auch schon mal drüber nachgedacht, mir den nachzubestellen. Und dann haben wir hier noch von Versace das Eros Energy drin. Pour Homme. Also das ist dann wirklich etwas, was man dann an den Mann gegebenenfalls weitergibt. Oder, wenn man selber auf den Duft steht, tragen kann natürlich. Das ist ein Eau de Parfum mit 5 Millilitern. Und das sieht so aus. Und auch das dürfte dann eine Miniatur sein. Ja. Ne? Das ist auf jeden Fall ganz schön, muss ich sagen. Da hatten wir, glaube ich, auch schon mal die türkise Variante davon drin. Ich weiß auf jeden Fall, wem ich den Duft geben kann und wer sich da tierisch drüber freuen wird, ne? Riecht sehr, sehr zitrisch würzig. Also, ich finde diesen Adventskalender an und für sich sehr, sehr schön. Wir haben ja auch tolle Produkte drin. Diese Highlight-Geschichte von Rabanne ist für mich zum Beispiel richtig, richtig toll hier gewählt, dass es so ein neues Produkt ist. Auch generell die Düfte, die hier mit drin sind, mag ich gerne leiden. Wobei ich trotzdem sagen muss, dass ich das nicht so cool finde, dass hier auch so... ja, Männerdüfte drin sind und so. Das muss halt wirklich meiner Meinung nach ganz einfach nicht sein. Also ich finde, dass hier schöne Sachen drin sind, aber ich finde, das ist halt für einen Adventskalender nicht so dieses Wow-Gefühl, was wir sonst bei dem Wir für Sie Adventskalender hatten, oder? Also schön finde ich den halt, wie gesagt, ne? Aber das ist halt für mich jetzt nicht so dieses Boom-Gefühl, was wir sonst so hatten. Ich denke auch, Preis-Leistungs-Verhältnis wird hier wieder sehr, sehr schön sein. Also das definitiv, ne? Naja.
Aber ich bin auf eure Meinung gespannt. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, was ihr so denkt. Und ja, dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, dann wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.